Okay. 16.000 Zuschuss, Abschlusszahlung, was? Apropos Zuschüsse, wir haben jetzt nur noch die Besuchsrechte. Bauen Sie einen Gemeinschaftsraum, stellen Sie einen Billardtisch auf. Mist, wir haben... Warte mal kurz. Eine Tischtennisplatte muss weg, da muss ein Billard hin. Wir wollen Billard! Oh, das ist nicht so teuer. Dark Roy. Nö, nö, da kannst du... das Spiel hier ist... Ich weiß gar nicht, was es aktuell gekostet hat. Auf jeden Fall nicht die Wucht. Hm. Was kann man noch machen? Die Häftlingskapazität auf 100 steigern. Das kriegen wir hin, oder? Wow, wow, wow. Was ist geht hier? Ja. Freunde, wie ist denn das passiert? Was haben sie hier gegraben, ey? Unzufriedenes Pack. Todesfälle, was ist jetzt schon wieder? Warum habt ihr denn den Hausmeister umgebracht? Was schämt denn bei euch nicht? So, geklärt erstmal. Mann. Oh, hier wird alles verfüllt, so nach und nach. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Also jetzt kriegen wir es gerade ganz gut hin eigentlich. Momentan schaut es gut aus. Also es macht einen guten Eindruck hier aktuell. Wir haben unsere Knackis hier ein bisschen erweitert. Auch nicht schlecht. Hier im Übrigen hier hinten wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon hier die Tore reinbauen. Die fehlen nämlich noch ein bisschen. Ja, kriegen wir hin. So, wir haben 126.000 auf der Hand. Dann lass uns nochmal hier ein bisschen weiterbauen. Da fehlt ja auch noch ein bisschen Landschaft. So, hier machen wir auch ein bisschen mehr Liebe ran. Es wird jetzt gleich wieder das Ruckeln anfangen des Todes. Nö, gar nicht mal. So, dann kommt hier noch ein bisschen Sand davor. Uff, Autosave. Ach Gott. So. Oh, das mal ein bisschen so. Kommt so langsam, ha? Daniel Mann sagt gerade. Genau, Moritz postet gerade instant. Könnt ihr auch mal gucken. Da wäre das gar nicht schlecht. Als Bundle mit allen DLCs 2044. Könnt ihr mal, wie gesagt, auf instant schauen. Auf instant ist noch billiger, sagt Moritz auch gerade. Das finde ich cool. Ja, wie gesagt, man muss ja auch mal ein bisschen seinen Shop-Partner unterstützen. Und für alle, die das nicht wissen, wir haben ein IG-Programm, das heißt Instant Gaming. Wer dort was kauft, der gibt ja normalerweise dafür, dass ich den da hingeschickt habe, kriege ich ja eigentlich per Provision. Wir haben aber das geändert. Wir haben gesagt, pass auf, alles, was dort verdient wird durch die Instant Gaming-Einkäufe, geht quasi an die Community zurück, indem wir davon ab und zu mal Spiele kaufen, die wir dann im Stream verlosen. Das heißt, wenn jetzt 10 Mann auf Instant was kaufen, da haben wir ungefähr einen Key wieder drin, ja? Und diesen Key können wir dann halt einfach an die Community verteilen. Das ist so quasi von der Community für die Community. Finde ich eine ganz geile Geschichte. So. Okay, wir bauen jetzt ganz viel Landschaft. Das leckt das Spiel ein bisschen, bis es verarbeitet hat. Deswegen habt ihr gleich den Stotterer drin. Ehrensberg! Ja. Guck hin. Ja, das ist das Problem, dass sie hier so viel Gras reinbauen. Aber dafür haben wir eine schöne Grasinsel danach. Nee, ich finde das gut für die Community. Finde ich, kann man das mal machen. Es kaufen halt einfach super wenig Leute aktuell bei IG ein und deswegen konnten wir das bisher noch nicht machen. Da sind ein paar Euro jetzt schon drauf. Vielleicht für das ein oder andere Spiel könnte es reichen, aber halt eben manche Spiele
sind dann halt doch ein bisschen teurer und ich würde das halt gerade, wenn irgendwas neu ist, würde ich da mal von was kaufen und dann, wenn es klappt, mal ein, zwei Keys oder sowas. Aber solange das jetzt eben noch offen ist, ja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wenn ihr da über den Link einfach immer raufgeht oder euch den, was weiß ich, den Link, der im Chat ist, abspeichert und das dann immer macht. Ah, super Sache. Ein neuer Zwerg. Meepa im T2, Resub im dritten Monat. Ey, Meepa. Mega, mega nice. T2, Resub im dritten Monat, ey. Vielen, vielen Dank dir für deinen mega heftigen Support. Das ist so lieb von dir. Und DJ Con freut sich über ein neues Emoji. Das ist auch schön. Das freut mich. Das freut mich sehr. Wirklich. Ehren-Mipa, möchte ich fast sagen. Nur für die Besten. Dankeschön. So. Ich gucke jetzt mal, ob wir das jetzt endlich mal fertig gebaut haben. Nee, noch nicht. Boah, ey. Ich brauche wirklich noch mal so 2, 4, 6. Ja, dann machen wir das. Machen wir das so. Dann haben wir jetzt ein paar mehr. Dann können die ein bisschen was wursteln, weil wir bekommen ja noch nicht mal die Schifflein leer. Hey, jetzt hat er unten den Counter aktualisiert. Das hat der Marcel, glaube ich, vorhin gefragt, oder? Marcel war das. Er hat vorhin gefragt, warum der Counter nicht aktualisiert. Jetzt hat er es. Gott, bin ich froh, wenn die das erstmal mit dem ganzen Rasen gemacht haben. Mal kurz eine kleine Rasenpause. Ein bisschen auf den Rasen legen. Meine Güte. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das ist richtig gut. Uff, warum sind die alle gestresst? Und warum kurz Wechselkleidung? Warum? Doch nicht im Park. Unruhig. Freiheit ist das Problem. Freiheit! Könntest du bitte eine Razzia machen? Ja, klar. Eine geht mal. So. Warum ich eigentlich hier oben diesen Generator gebaut habe, mag sich der ein oder andere vielleicht mal gefragt haben. Ist relativ einfach, weil ich den Strom hier drüben dann mal brauchen werde. Das ist genau dasselbe Prinzip wie mit Wasser. Wasser haben wir eigentlich nie da richtig runtergelegt. Würde ich einfach hier auf der Hauptroute lang führen, damit wir hier gleich mit einer neuen Leitung rauskommen. Ich war gerade weg, was passiert? Wir machen nur eine kleine Razzia. Mal gucken. Und wir bauen gerade extrem viel Landschaftsbauprojekte und deswegen kommt das Spiel gerade so an Limits. Ja? An leichtere Limits. Trevor hat auch ein neues Emote bekommen von Meepa. Das ist ja lieb. Subziel anpassen. Kann man machen. Das kann man machen, ja, natürlich. Ist ja tatsächlich auch. Ist richtig. Falsch. Nochmal ändern. Was machen wir denn? Was ist unser Subziel aktuell? Chat, was meint ihr? Kurzes Statement von der Community. Was ist das aktuelle Sub-Goal, das wir machen wollen? 1000? Ja, klar, Moritz. Easy. 1000 Subs. Stellt euch das mal vor. 200? 2500. Ja. Dann sitze ich ein bisschen öfter da. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bei 2500 Subs sitze ich ein bisschen häufiger hier. 200? Machen wir 200. Ich glaube, 200 ist ein vernünftiges Maß. Das hat jetzt auch die Mehrheit gewollt. Ich finde, das ist gut. Schaut, das ist doch... Das macht doch einfach gleich einen schöneren Eindruck, oder? 666. Also wie gesagt, bei 1000 ist schon so, da kann man dann schon sagen, uiuiuiui, ne? Und bei 2500 Subs könntest du dann auch sagen, uiuiuiui, ja, also, ihr wisst, was ich meine.
Was passiert bei dem Gold? Ach, das ist einfach nur für uns, dass wir halt sagen können, hey, 200 Subs ist mega nice. Also 200, man muss sagen, 200 Subs, wenn du es so im Monat immer wieder erreichst, ist schon gut. Das ist schon echt cool. Vor allem, weil ihr seht das ja vor vielen Leuten. Viele Leute haben einfach vor dem Namen einfach einen Diamanten stehen. Und das ist halt einfach, das ist halt so geiler Support. Ist so cooler Support, dass so viele das auch machen. Und da bin ich jedes Mal mega hin und weg und dankbar. Und es verschenken halt aber auch super viele Leute Subs an andere. Das finde ich halt auch geil. Was? 200.000 Subs? Okay, ich glaube, das hat niemand. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute mal, dass 200.000 Subs niemand auf Twitch hat. Aber ihr könnt mal googeln, ob das einer hat. Mipha, ich glaube nicht. Du streamst gefühlt fast häufiger und länger als mein Vollzeit-Streamer. Ja, MB, ich glaube nicht länger. Häufiger vielleicht, das mag sein. Wobei die meisten Vollzeit-Streamer, die ich jetzt kenne, sind daily dran. Die haben maximal ein, zwei Tage frei in der Woche. Ist meistens bei den Vollzeit-Streamern so, dass die ein oder zwei Tage haben, wobei die dann nicht frei haben. Lippo, alles gut, alles gut. Wobei die nicht frei haben. Vollzeit-Streamer hat nicht frei, wenn er nicht streamt. Letzten Endes ist, du verdienst Geld damit und musst dem Finanzamt natürlich auch ein bisschen was davon abgeben. Und das musst du natürlich auch machen. Ja, das heißt, du musst Steuer machen. Also an freien Tagen wäschst du vielleicht mal Wäsche oder machst halt andere Dinge, die so anfallen. Aber als Vollzeit-Streamer, wenn du ein Vollzeit-Streamer bist, glaube ich, musst du auch an den freien Tagen fast immer, bist du halt trotzdem für deinen Beruf letzten Endes gebunden. Das denke ich schon. Länger ist die andere Geschichte. Ich streame halt unter der Woche halt meine gemütlichen 3 Stündchen aktuell. Am Freitag immer so 6 Stündchen. Das ist schon viel. Na, das ist also für jemanden, der das hobbymäßig macht, mehr oder weniger mit halt so einer kleinen Mikrofirma dahinter, ist das schon sehr viel. Das muss man schon sagen. Daumen drück für die grüne Welle für Lippo. Auf jeden Fall. Nach 2 Jahren bin ich endlich mal Sub. Ja gut, aber das Sub geht ja auch erst im Dezember. Aber ich gönn's dir. Ich gönn's dir so sehr. Die meisten Subs sind fast 52.000. Das halt echt krass, ne? Aber Moritz, das ist halt schon echt krass. Wenn du überlegst, wenn du so viele Leute auch hast, dass 52.000 Subs bei rumkommen, ist das natürlich mega krass. Also das ist eine Summe, die ist unfassbar. Die kannst du auch eigentlich nicht fassen, weil das einfach so viele Menschen sind. Da muss ich sagen, ich mag oder ich finde das tatsächlich unfassbar angenehm, dass wir eben so eine gemütliche Runde tatsächlich auch sind. Und finde das schön. Oh nein, oh nein, oh nein. So, okay. Ich finde das schön. Wirtschaftlich gesehen, natürlich muss man ja auch. Ist natürlich auch wichtig, dass du halt einfach wächst, klar. Aber ich mag, dass wir tatsächlich so einen sehr familiären Rahmen hier haben. Und das mag ich sehr gerne und das möchte ich aber auch so halten. Das geht natürlich bei jemandem wie jetzt einem Gronkh zum Beispiel, der kann das einfach nicht mehr. Ja, das liegt nicht daran, dass er nicht möchte, garantiert nicht. Ja, auch so jemand wie Gronkh zum Beispiel würde mit Sicherheit gerne das in so einer gemütlichen Atmosphäre machen können. Kann er aber halt einfach nicht, weil der Chat nur noch in einer Tour durchrasselt. Da hast du keine Chance. Hier ist echt schön bei. Gronkh ist extrem viel mit dem Chat. Ja, das ist klar. Aber das ist auch in Ordnung. Ja, ich meine, auch da, ich gönn natürlich jedem Streamer. Das ist genauso wie auf YouTube. Viele denken immer, ja, also gerade wenn Leute auf YouTube anfangen, ja, und wenn der jetzt das spielt, dann schauen die Leute bei mir nicht mehr, der nimmt mir die Viewer weg, hört man da immer ganz häufig. Das ist so ein Unsinn. Das ist so blödsinnig. Kein Mensch nimmt einem anderen die Viewer weg. Oder die Zuschauer in einem Stream oder sowas. Das ist so unsinnig. Und später ist das aber anders. Also wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, auch auf YouTube zum Beispiel, wie jetzt bei mir mit über 30.000, dann hast du natürlich einfach auch
andere Connections. Und dann gönnt aber auch der Streamer XY dem anderen Streamer oder dem YouTuber, die gönnen sich das einfach, dass das gut läuft gerade oder dass es klappt. Und das finde ich schön. Ja, Coolblue, das ist richtig. Also ist selbst ein Slow-Motion. Der hat halt keine Chance. Der kann das gar nicht anders machen. Und selbst dann hat er keine Chance. Das ist halt dann ist es ein bisschen arg viel. Man kann ja auch alle Nachrichten lesen. Ja genau, Moritz, das ist das Ding. Ja, Hotti, natürlich. Sympathie ist ein ganz anderer Punkt, ja. Du musst natürlich, in erster Linie musst du denjenigen, den du schaust, natürlich mögen, sonst würdest du ihm ja nie folgen. Vielleicht noch für ein interessantes Spiel, das mal kurz kommt, aber auf Dauer würdest du ihn ja gar nicht in deiner Followerliste drin haben, ja. Genau, also Ringo auch genau derselbe Punkt. Wenn du jemanden sympathisch findest und nett findest und dich mit den Leuten anfreunden kannst, ja, oder halt zumindest das... Oh, da ist schon wieder einer gestorben. Warum nur? Ja, oder zumindest sagst, ey, den Typen finde ich cool. Der ist ein netter Typ, ja. Dann ist was anderes. Aber ansonsten, wenn du jetzt wirklich dich nur für ein Spiel interessierst, dann bleibst du auch nicht lange bei dem Streamer, weil der dann irgendwann irgendwas anderes spielt. Schwund ist immer Zwerg. Ja, klar, ne? Also. Ah, stimmt. Wieso bin ich hier? Ah, ich weiß doch auch nicht. Wieso sind wir alle hier? Das ist eine Frage, die uns zen-mäßig beschäftigen kann. Boah, Leute. Scheiße Sympathie, direkt hier, Abo. Ja, ich weiß auch zum Beispiel, dass es auf YouTube gerade absolut keine populäre Entscheidung von mir ist, dass ich jetzt wirklich dauerhaft nur streame. Das weiß ich absolut, ja. Und man sieht es auch an den Zuschauerzahlen, die auf YouTube zuschauen und an den Abozahlen, die auch extrem schwierig gerade sind, ja. Aber das ist halt einfach... Ich habe da viel mehr Herzblut drin momentan. Momentan ist, blöd gesagt, das ist dauerhaft. Das ist genau das. Man muss ja nicht alles spielen, was andere machen. Bleib einfach, wie du bist. Ich habe mir auf YouTuber viele deine Live-Let's Plays angeguckt und fühle mich... Und mich gefühlt, als wäre ich dabei. Der Lange. Genau. Der Lange? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der Lange und der Lange... So ist es auf jeden Fall. Das muss einfach Spaß machen. Und das ist es ja. Dafür sitzen wir abends hier. Letztendlich wir alle, die auch hier im Chat gerade sind, ja. Jeder will eine schöne Zeit haben. Und jeder wünscht sich natürlich, dass er sich hinlegen kann, irgendeinem Typen zugucken kann, der jetzt irgendein Gefängnis oder in dem Fall eine Psychiatrie baut, ja. Und einfach eine schöne Zeit haben kann. Vielleicht zwei, dreimal ein bisschen lächeln kann. Das wäre auch schön. Und ja. MB ist wegen der Zugliebe hängen geblieben. Auch ich hoffe nicht am Zug. YouTube hat sich meiner Meinung nach selber kaputt gemacht. Sagt Hotty Hotwire. Ja. Jein. Ja und nein. Die gehen einen anderen Weg halt einfach. Die wollten früher ganz, ganz massiv in das Gaming-Geschäft rein und da was Twitch macht, wollten sie angreifen. Aber ich habe so den Eindruck, das haben sie gar nicht mehr vor. Also ich glaube, die haben eingesehen, dass es gar keine Chance hat, zu versuchen, gegen Twitch eine Konkurrenz aufzubauen. Ich glaube fest daran, dass die das gar nicht mehr versuchen. Und das merkt man auch. Die haben sich darauf eingestellt, dass sie jetzt nur noch irgendwelche Mediathek-Angebote von den öffentlich-rechtlichen und allen Privatsendern vom Fernsehen her machen. Dass die halt ihr ganzes zwielichtiges Programm da abspielen. Und ich glaube, damit kommt YouTube ganz gut rum. Weil damit kriegst du einfach auch andere Werbetreibende. Jemand, der eh schon auf RTL Werbung macht, ja, der wird sich auch leicht auf dem RTL-Kanal auf YouTube Werbung einkaufen, ja. Und davon verdient YouTube halt einfach. Und das ist ja ganz klare Rechnung, was eine Firma dann tut, ne? Und von so einem Typen wie mir, der nur Geld kostet und halt ein paar Zuschauer hat, ja, da verdient keine Firma groß Geld dran. Bei größeren YouTubern mag das wieder anders sein, aber ne, da, und die breite Masse ist ja nicht der große YouTuber, der vorne steht. Sondern das sind halt Leute, die halt ein paar Videos gemacht haben und wo halt ein paar Leute zuschauen.
Und da verdient YouTube halt einfach nichts dran. Ja, oder so wenig, dass es sich nur auf Masse rentiert. Es duftet nach Zwerg. Was? Es duftet danach. Ach so. Ich habe jetzt gerade gelesen, es duftet nach Zwerg und ich dachte so. Ja. Aber frisches Brot im aus dem Ofen ist so geil. Tomato Ben, kann ich verstehen. 2-3, mal leicht untertrieben. Ja, das geht. Man merkt, dass du es gerne machst. Ich habe dich durch Planet Zoo gefunden und deine Videos haben mir wieder Inspiration zu bauen gegeben. Ich hoffe sehr. Ich hoffe, das Löwengehege war es nicht. Weil das war echt Aufwand. Das hat echt Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir an dem der lange Uf Hessisch. Okay. Das ist cool. Ja. Ich weiß noch, wie lange ich an dem Löwengehege in Planet Zoo gebaut habe. Das war echt crazy, so ohne Ende. Das war richtig crazy. Trends sind doch eher AssiTV. Ja, Koblu, das ist tatsächlich Trends auf YouTube konntest du dir aber, die haben das eingeführt und das war schon scheiße. Ja, also die haben das eingebaut, dass du diese Trends hattest und das war schon Grütze. Das hat damals schon nicht funktioniert. Und dann hat man diese Trends einfach nie mehr verändert. Da haben wir das immer so gelassen und sich gedacht, ach ja, das machen wir irgendwann, wenn mal Zeit ist, ne? Und man hat es einfach nie gemacht. Das war halt so, ne? Und die Trends haben sich eigentlich seitdem nie verändert. Bau mal das zweite, auf die zweite Insel 8 neue Hubschrauberlandeplätze. Was? Okay. Ich wurde mal von LTL gebucht, dann haben Dank Nein gesagt, als ich noch Model war. Ja gut, okay. Ich denke mir halt, du kriegst da halt Verträge für irgendwas und das ist alles nicht so ganz durchsichtig. So stelle ich mir das zumindest vor. Ob das so ist, weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ich glaube, bei solchen Programmen oder bei solchen Sendern bin ich da irgendwie etwas negativ eingestellt, muss ich sagen. Juli Action, hi, grüß dich. Na, wie geht's dir? Sag ich, ich mag dich seit dem Hippo-Gehege nicht mehr. Ey, du meinst das Lippo-Hippo? Ich verstehe gar nicht, warum. Also, du lässt mich hier mit einem fragenden Gesichtsausdruck zurück. Kanonengeil, easy, alles gut. Wir sind ja noch gar nicht so weit und der ist noch nicht mega hart ausgelastet. Wir werden dann wahrscheinlich hier weitermachen. Leonberger Löwen, ich weiß noch nicht. Wir sind schon ziemlich spät dran. Mal gucken. Zwergstream bald bei RTL. Das kann man ziemlich ausschließen, glaube ich. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich auf Twitch tatsächlich unfassbar wohl. Was aber auch daran liegt, dass die Community halt einfach eine komplett andere ist als auf YouTube. Das ist nicht negativ oder wertend gemeint, gar nicht. Wir haben ja viel auf YouTube gestreamt und danach sind wir komplett auf Twitch wieder rübergegangen, ja? Und ich habe da manchmal das Gefühl, dass viele, die auf YouTube zugeschaut haben, gar nicht mehr auf Twitch rübergekommen sind. Die fanden die Plattform irgendwie anders und, na, das ist auch so ein Ding, ne? Och, Lippo. War eine Schere, Razzia! Okay, Razzia geht immer. Razzia, hau raus! Da kommen zwei. Oh, Parallelboarding. Ja, na gut. Lass mal laufen. Und zum Mixer wechseln. Ich würde sagen, nein. Aus Gründen. Razzia! Wie geht's ganz gut mit dir? Eine Gans sogar. Was? Ach, mir ist einfach nur unfassbar warm. Ich werde jetzt dann mich erstmal draußen auf dem Asphalt legen. Ja. Weil selbst die heißen Asphaltplatten immer noch kühler sind, als es hier drin ist. Mal schauen. Ich finde Twitch auch sehr angenehm, sagt Toddy Hotwire. Absolut. Absolut. Wenn du Streaming machen willst, dann ist Twitch einfach der Place to be. Das ist halt einfach so. Wenn ich Videos hochladen will, dann mache ich das halt auf YouTube. Ich finde das immer schwierig, dass alle Plattformen immer alles wollen, ja?
und dann aber nichts richtig machen. Und ich finde das gut, dass Twitch sich da sehr stark auf sein Streaming-Angebot konzentriert, das weiterentwickelt und weiter ausbaut. Und deswegen ist es auch das beste Streaming, die beste Streaming-Plattform für allerlei Content, für welchen auch immer, aber für jeden und so weiter. Das ist tatsächlich gut. 22 Grad feiner Luftstrom. Ja, so lässt es sich leben. Also wir sind ja mit Sicherheit irgendwo bei 35 bis 40 Grad aktuell. Das liegt aber an den Monitoren und am PC. Ja, Luca, auf jeden Fall. Twitch ist einfach, wenn du streamen willst, dann musst du halt zu Twitch gehen. Das ist halt, ich meine, das ist alternativlos, ganz klar. Im neuen Zellenblock fehlen noch die Patrouillen. Das ist verdammt richtig. Holy moly, du hast recht. Okay, dann machen wir das mal. Wachen. Wachen, wir brauchen Wachen. Und noch einen Pfleger. Und in der anderen Zeit ist der schon drin. Okay, das hat schon geklappt scheinbar. Cool. So. 36 Häftlinge warten, bereit für die Bewährung. Ich kann halt nichts machen, ne? Ich weiß halt nichts davon. So, wir machen noch zwei neue Wachen und zwei neue Pfleger. Sollten wir mal wieder ein bisschen ausgleichen, ne? Also ich finde das gut. Ich finde das wichtig. Okay. Hier wird zusammengeräumt. Ein Koch wäre mal gut, oder? Wir haben die Köche haben wir nicht mehr aufgerüstet. Wir machen nochmal zwei neue Köche her. Und einen Hausmeister gleich mal wieder an. Oder machen wir nochmal zwei Hausmeister. Komm, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Zellenblock. Und die schauen auch ziemlich verlottert aus, die Zellen. Wollen wir mal gucken. So. Jetzt laufen hier welche rum. Schön, auch mit Doggy Dogsen. Könnten wir mal wieder einen neuen Hundeführer einstellen, oder? Haben wir noch zwei Hundeführer dazu. Okay. Das schaut gut aus, ne? Das schaut gut aus. Aber wisst ihr, was wir machen? Beim nächsten Mal wird hier unser Steg, den wir hier gebaut haben, befüllt werden. Das heißt, hier kommt zentral ein Hof rein. Und dann werden wir diese Gefängnistrakte werden wir hier bauen und hier bauen. Und dann kommen dann unsere leichten Knackis rein. Hier oben dann noch Servicegebäude. Und der Rest wird über diese Geschichte hier noch mit abgefrühstückt. Das, glaube ich, kann ich mir ganz geil vorstellen. Und ich glaube, das können wir auch so machen. Wenn ihr Bock habt, dann werden wir beim nächsten Stream... Oh, oh, er hat es gesagt, nächster Stream. Werden wir da an der Stelle weitermachen. Und ja, wir werden weitermachen. Ich habe nämlich mir kurz überlegt, ob wir Prison Architect nicht vielleicht einstellen sollen. Ja, weil es mich letzte Woche einfach nicht so gezogen hat. Jetzt habe ich wieder voll Bock drauf. We could play blank, blank, 182. Lay around the house and daydream till the afternoon. Thinking about the times that we had when this was all that we knew. When this song was still new, when this all was still new.